Hallöchen. Und da bin ich mit einem Wanderbuch. Das ist für die liebe Manuela. Hallo Manuela. Und du hast ja heute Geburtstag. Heute ist ja der 8. Mai. So viel darf ich schon verraten. Nicht? Ja, verrate ich nicht. Das ist ja wohl klar. Außerdem weiß ich einen Moment nicht. Hehe. Aber das ist ja auch egal. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da passt ja irgendwie wie die Faust aufs Auge, genau zu deinem Geburtstag, ne? Gut, für mich ist es 2 Tage vorher, aber das ist ja egal, ne? Es geht ja das Video online, wenn du Geburtstag hast, ja. Und das ist dein Wanderbuch. Und wie man sieht, ist schon drin gewerkelt worden. Und ich habe mir extra schon vorher das Zeichen reingelegt. Das ist ein Lesezeichen, ist das nicht cool? Mit einem Röschen. Ich finde das ja jeck, ne? Zuerst dachte ich, was bampelt da in der Tüte umher? Ist halt irgendwo abgegangen und da habe ich erst geschnallt, dass da dann ein Bändchen fest ist. Naja, ne? Ich halt. Jo. Ich habe mir durchgelesen, was du magst. Moment, ich habe ja einen Tenner reingeguckt. So, ne? Nee. Gut. Denn was da drin steht von den jeweiligen, das lese ich ja nicht vor, das mache ich ja nicht und das will ich ja nicht zeigen, das ist privat. Genauso, was andere gewerkelt haben, das zeige ich auch nicht, das ist ja wohl auch klar. Ja, jetzt die Seiten sind dünn, aber ich klebe dann nicht 2 Seiten zusammen, das sehe ich nicht ein, brauche ich nicht. Ich klebe da ja sowieso noch was hin, ne? Von daher ist das wurscht. Wieso bin ich schon direkt wieder am Rumwischen? Jetzt brauche ich erstmal Papier für da drauf. Papier für da drauf. Und da hatte ich noch. Papier für da drauf. Zack, bumm. Passt, jetzt wackelt und hat Luft. So, das heißt. Das wird jetzt erstmal gefaltet. Moment, welche Seite nehme ich nach oben? Die ist rauer, ne? Ja, die ist mir glatt. Ja, dann nehme ich die glatte Seite nach oben. Jetzt falte ich das erst. Das ist ein richtig guter Tonkarton. Ja. So, und jetzt muss ich ein bisschen messen, damit das dann auch passt. Das soll ja auch richtig passen, ne? Ja. Dann passen wir schon mal hier. Da ist er in der Ecke gerutscht. Du musst dich einfach in der Ecke verstecken. Gut. Und gut. Okidoki. Da schneide ich mir das mal gerade zurecht. Mit meinem Hebelschneider. Da. Ja, gut, den auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite angemalt. Ist aber auch wurscht. Und ab in die Schnipselbox. Das hat dann. Ah. Also, dass ich der kleine Papierschneider hier habe, den Hebelschneider, das finde ich schon großartig, ne? Achso, da ist noch ein Mini-Brett drin. Da habe ich ihn immer noch nicht weggeräumt. Das nächste, wo ich die Farbe brauche, oh, Entschuldigung, da wird der verbraten, das sage ich euch. So, jetzt mal gucken. Ja, geht. Geht. Ist okay. Ist okay, damit haben wir das nämlich dann ein bisschen, ne? Jetzt muss ich direkt von Anfang an dran denken. Ich will ja,
da ist ja noch kein Gebamsels. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich mache jedem eine Bamsel, der Tannen will. Die meisten wollen eins. Und ja, und wenn keine Bamsels dran ist, mache ich halt eins, ne? Jetzt muss ich nur überlegen, wie mache ich das fest? Ja, das ist ja immer so ein Dings, ne? Das ist ja immer so ein Dings. Wie macht man das, die Bamsels dann fest? Ich könnte mal gerade gucken. Ja, das dürfte gehen. Das hole ich mir nachher raus. Das heißt, ich kann da die Trost da draufkleben. Dann machen wir das so. So, dann habe ich nämlich auch hier schön grad alles, ne? Ach, kann ja auflassen, ist doch wurscht. Das habe ich bei Steffi ja auch gemacht, Papier genommen, damit ich eine Basis habe. Gut, ich denke mal, das sind genug Blätter für all die Teilnehmer. Aber ich mache es lieber so. Da geht nichts durch und alles ist gut. So. Junge, was kann ich jammern? Kann auch nicht jeder so schön. Mein Mann, der kann rumstöhnen und machen, wenn der irgendwas machen will. Das ist echt irre, ne? Oh je, da ist er da zu weit nach draußen. Ja. Noch ein bisschen weiter zurück. So dürfte es hingehen, ne? Noch ein bisschen. Jetzt aber. Ja, jetzt haben wir. Ja, jetzt sind natürlich schief. Ja, jetzt. Zu spät. Aber hier in der Mitte da jeder. Und wenn das dann aufgeht, dann müsste das auch gehen. Naja, wir werden sehen, sprach der Blinde. Normalerweise müsste. Hat ein Mechaniker immer gesagt, wo mein Mann damals in die Werkstatt gefahren ist, wenn irgendein Problem im Auto war und war nicht aufzufinden direkt. Dann hat er immer gesagt, normalerweise müsste. Ja, der Mann, der ist jetzt auch schon lange in Rente. Ja. So für jede Zeit, ne? Wenn man Kind ist, dann denkt man, oh, wenn ich mal erwachsen bin. Dann kann ich all das machen, was jetzt verboten ist, so lang aufbleiben, wie ich will. Und das sind ja alles so alte Menschen. Ja, und wenn man dann endlich erwachsen ist, dann ist man froh, wenn man abends früh im Bett liegt. Da will man ja nicht mehr so lang aufbleiben. Weil der Alltag holt einen dann ein. Und die bittere Realität.
Ja. Lieb schon ein dickes Buch, ne? Aber ich denke, das geht uns allen so. So ist das ja. So. Das ist auf jeden Fall schon mal mein Grundstück. Jetzt dachte ich mir, ich nehme den Stoff wieder drüber. Das wird hübsch aussehen, ne? Total hübsch. Mache ich auch. Das mache ich auch. Ja, das mache ich damit. Obwohl. Das sieht vielleicht schon noch blöd aus, ne? Aber Klebeband sieht auch immer doof aus. Und hier das? Ich weiß nicht, ob der wirklich gut ist. Aber ich meine, der sieht man auch, ne? Komm, lass mal. Ich mache hier mit. Ich mache damit. Mal gucken, wie lange ich für das Buch hier brauche. Das andere Buch, was ich hier habe, das habe ich schon gemacht. Das bekommt ihr aber erst später zu sehen. Heute nicht. Weil heute wollte ich unbedingt hier das online noch bringen. Im Wemi-Geburtstag. Und ich denke, das ist meine Art von Geburtstag. Sie schenkt, dass das Video dann auch wirklich am Geburtstag online ist. Wenn ich schon zu der Zeit das Buch hier habe, da kann man das ja auch so managen, ne? Das passt ja dann. So. Oh Gottchen. Der Rand, der will nicht. Bin ich denn hier oder was? Echt. Ja, auch. Ja, das geht hier ein bisschen an den Rand, das finde ich aber jetzt auch nicht so schlimm. Besser zu kurz wie zu lang. Ist schon okay so. So. Ja, ich wollte ja ein bisschen jahreszeitmäßig. Oh mein Gott, mehr an Mai, ne? Da passt sowieso so ziemlich alles. Psst. Ja, gut, nicht nach dem Wetter zu urteilen, was wir im Moment haben. Ne? Das ist ja ziemlich Katastrophe. Aber so ist das halt. Ne, komm, ein bisschen höher, ein bisschen höher, ein bisschen höher. Ich hier noch eine Falte drin. Ich kann das mal wieder. Achso, diesem Stoff so blöd. Naja, gut. Kann man auch nichts dran ändern. Jetzt schneiden wir das hier mal ab. Wenn ich schon. Gut,
Ich hatte erst gedacht, mit dem Stoff mache ich noch ein Journal. Aber nachdem ich das Buch geliehen habe, ne, mache ich halt damit das Buch. Ist mir doch egal. Und Stoffe habe ich noch en masse. Der kam ja eben gerade so ziemlich passend vor und ne, komm nicht, dass die Stupsels von dahinter. Das lassen wir schön dran. Sonst ist das Werk darunter nämlich versaubeutelt. Ach ja, toll, super. Guck sich das mal einer an. Das habe ich ja. Da ist ja der Klebespitz drüber. Wollte ich sowieso an den Rand machen. Ja, die haben ja jetzt auch schon eine Weile bei mir hier rumgelegen. Aber ich bin ja vorher noch nicht dazu gekommen. Und sowas will ich nicht im Hoppla-Hopp-Verfahren machen. Da will ich schon ein bisschen Zeit haben. Und das ist ja nur wirklich so. Die waren jetzt schon so lang auf Jück. Da merkt er, das bisschen mehr an Zeit macht doch auch nichts aus. Ja, ich bin wieder jod. Ich kann es so toll schneiden, ey. Ich sollte noch mal die Schemen von Kleber reinigen, wa? Und nein, Ina, du brauchst mir deine Scheren nicht bringen. Die kannst du selber sauber machen. ja, ein bisschen Spaß muss sein. So, jetzt hätte ich das aber gern. Noch ein bisschen anders. Ein ganz klein wenig verwintert. So ein bisschen angehaucht. Mit dem Lesezeichen da drin ist nicht schlecht, die Idee. Da kann man direkt an die nächste Stelle tun, ne? So, das gefällt mir schon mal ganz gut. Jetzt hätte ich aber noch ganz gern hier von was drauf, wenn das wirkt. Keiner nickes weiß. So, und jetzt sieht das aus, als hätte er 30 Jahre in der Kneipe gelegen. Ne? Und danach noch 20 Jahre im Keller rumgetrollt. Hätte er jetzt. Das gefällt mir schon mal gut. Und tja, was soll ich sagen? Manuela liebt auch Gorgeous. Das ist doch cool, ne?
Ja, und jetzt habe ich mal das erste gegriffen, weil ich zu packen die kriege ich schon. Ich habe noch ganz andere Sachen, aber die sind jetzt tiefer im Karton und die waren noch oben drauf. Die sind ja schön. Und hier haben wir so ein paar Sprüche, die finde ich schön. Ja, mit den Holzrähmchen, das ist nicht so schön, weil die sind echt dick. Ja, dann habe ich hier noch. Ach, das ist doch auch schön, oder? Das ist schön. Das kann ich nachher noch für die Bamsuz nehmen. Auf jeden Fall. Ja, ach, ich will es noch nicht. Ist. Jetzt hole ich die erstmal raus. Dann. Davon will ich eins nehmen dann nachher. Ja, die könnten wir auch so irgendwie festmachen, ne? Das oder lieber das. Och ne, hier ist das nicht passend zu mir Geburtstag, aber so was breit, ne? Ja, es wird breit. Ja. Nee, das ist gute Nacht. Hier, da haben wir das aber auch nochmal in Lila. Das ist doch schön, ne? Das gefällt mir richtig gut. Ja. Da fällt mir was ein. Der oder der? Ach, die sind. Das ist wurscht, ne? Ja. Der könnte ich nämlich da drauf machen. Ja, gut, ne? Das ist natürlich ein bisschen dusselig. Aber kann man schon irgendwie. Denn das wäre doch schon mal schön. Also das. Wenn das nicht zu meinem Geburtstag passt, da weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt weiß ich nur nicht, wie soll ich das jetzt. Weil das Rähmchen ist was kleiner als das Bildchen, ne? Das ist er so. Besonders schlimm finde ich das nicht. Ist halt ein bisschen kleiner. Was soll das? So, also eine will ich mir dann rausholen für als Gruß. Das heißt, da schreibe ich dann hinten drauf, ne? Ist ja wohl klar. Außerhalb der Kamera ist ja wohl klar. Da hole ich mir das hier. Da kann ich das hier schon mal wieder wegpacken. Das hätten wir schon mal. Und da tue ich dann. Ja, da tue ich dann. Da tue ich dann. Ach Gott. Da tue ich das nicht, das sind Karten. Also das gefällt mir schon mal gut. Ich mache das Rähmchen da drauf. Da kann ich mir immer noch überlegen, ob ich das.
Dingens drumherum dann abschneide. Ich mache das mal drauf. Das ist schön, ne? Einmal für die einen Karten, dann für die anderen Karten. Die kann man rumdrehen. Und du liebst ja auch Gorgeous. Von daher sind wir halt alle Gorgeous bekloppt. Zumindest viele. Amen, Daumen. So. Jetzt. So ist schon, ne? Obwohl, wenn das so ein bisschen rausguckt, finde ich das nicht schlimm. Überhaupt nicht. Gar nicht. So, das wäre schon mal dafür gut. Ja. Und dann geht das bis dahin. Das ist schon mal gut so. Und dann würde ich das gern mit einem Tape festmachen. Und hier habe ich nämlich, wenn ich den Anfang finde, da würde ich doch machen. Ah, hier. Boah, der klebt auch überhaupt nicht. Finde ich immer so schrecklich, ne? So, noch mal gucken, wo ist die Mitte da? Das hier ist ein bisschen zu lang. So. Jetzt hätte ich fast den Karton nicht schmissen. Sind wieder fantastisch. Denn, wenn das schon die Geburtstag ist, oh, dann kann man ja auch die Geburtstag richtig machen. Ne? Auch mit Washi-Tape. Wenn ich das jetzt da drunter bekommen würde, hätte ich vielleicht besser vorher gemacht. Naja. Hätte, hätte, hätte. Haben wir aber nicht. So. Passt. Das Wort von dem Stoff hängen geblieben ist mal wo auch egal. So. Dann kann man das nämlich. Tada, ne? So, und damit das auch von der Seite aushält, mache ich das da genauso.
machen es wieder weg. Holzbein. Ja. Dann bekommst du dein Geburtstag kreiert. So, so rum ist er hier. Ja, toll. Ich sollte vielleicht erst die Folie abmachen. Oh, ey. Echt. Regnet. Ach, der Fall doch daneben ist mit Royal. Einmal hier. Ja gut, jetzt ist das natürlich, sieht das ein bisschen schäbelig aus durch die Farbe hier, ne? Aber das ist Vintage. So nennen wir das alles Vintage, ne? Da drücken wir das nochmal richtig auf, dann ist das richtig Vintage. Alles gut. Da. Total Vintage. Machen wir noch ein bisschen dabei. Dann passt das schon. So, haben wir einmal was zum Klappen. Und jetzt hätte ich hier gerne ja. Jetzt hätte ich hier gerne irgendwie was, wo man was reinstecken kann. So, ne? Dafür suche ich mir jetzt noch einen Karton. Jo, da. Passt doch. Passt jetzt, wackelt und nicht Luft. Oh Gott, jetzt habe ich wieder Schluck auf. Das darf nicht wahr sein, ne? Das ist katastrophal. So, jetzt mache ich das von da bis da, so ungefähr, ne? So quasi in etwa. Sehen etwa. So. Jo. Und dann hier. Ah, haben wir wieder verschubt. So ist gut. Suche ich mal wieder Buch. Und jetzt gucken wir mal. Wenn der, ne, da muss hier was ab, ne? Ja, da muss ein bisschen was ab. Ein ganz kleines bisschen. Dann sollte man aber vielleicht gerade aussetzen, dann ist das besser. Wenn ich jetzt würde ich mich bald sagen, ne? Wenn ich das hier auch ein bisschen zack. Ja. Und dann nehme ich mal das hier.
Ja, was mache ich jetzt hier? Ich mache zwei Taschen dran. Ich könnte auch noch eine kleine dran machen. Geht auch. Geht auch. Ja, so. Ist doch prima. So, da haben wir eine große, eine mittlere und eine ganz winzige. So, und damit man die ein bisschen unterscheiden kann, ist an der schließlich noch, ne? Dann nehmen wir hier, sofern ich einen Anfang finde. Ganz genau. Washi-Tape wird nicht klebt. Oh Mann, ich könnte ja. Ein Washi-Tape wird nicht klebt. So, was macht mich richtig schick, ne? Aber das ist ja auch nicht dafür gedacht, dass es permanent klebt. So. Zack. Also das ist ja so ein Wanderbuch zu gestalten, ist ja im Prinzip nichts anderes, als wenn man eine Grußkarte macht oder ein Junk Journal, ne? Könnt ihr aber gleich raus. Hier ist immer noch was über. So. Jetzt aber. Das wird eine richtige Geburtstagsseite, das sag ich da. So, mich richtet jetzt auf, dass das da immer so. Oh Gott. Wenn ich mit der Birne davor komme, dann entschuldigt das. Aber ich muss ja auch was sehen. Ja, doch, ziemlich gut. Ja, ist auch nicht besonders gerade. Habe ich wieder schief geklebt, ne? Naja, egal. Ach, hatte ich halt eigentlich schon mal erzählt. Ich habe jetzt gelesen, dass sie gesagt haben, jetzt durch die Pandemie, dann machen ja viel mehr Online-Shopping. Und dadurch ist der Altpapiermüll. Oh, kommen Sie jetzt, kommen Sie jetzt, kommen Sie jetzt. Tierisch viel geworden. Also richtig viel, ne? Und ich saß da, ich war da am Lesen und ich dachte, das kann ja nicht sein, ne? Weil ich gehe ja von uns aus. Tja, und bei uns, da ist er ziemlich gering, muss ich schon sagen. Wir haben immer weniger Altpapier. Das ist schon Jack. Ja, was so ein Hobby alles ausmacht, ne?
Jetzt habe ich schon mit viel, viel weniger Altpapier. Ich sagte zu meinem Mann, stell dir mal vor. Er guckte mich auch an. Und ich sagte, ja, merke mir nichts von. Ne? Nee, meinte. Aber ist ja irgendwie, ist das logisch, ne? Die Leute bestellen viel. Ja, klar, für den Kartons. Was machst du damit? Altpapier. Und bei uns, das wird immer weniger, ne? Ich meine, klar, wir haben auch nicht mehr so viel Zeitung, wie wir früher mal hatten. Wir haben es schon vor einigen Jahren abbestellt. Aber durch mein Hobby, da ist unheimlich viel, das geht ja gar nicht mehr in Altpapier. Das krall ich mal mein fertig, ne? Kann ich sie brauchen? Dieses sie brauchen, das sie brauchen. Und jetzt kommt eine Zuckerstange. Eine Zuckerstange. Bleibt da. So oder so rum. Ist wurscht. Zuckerstangen und Bonbons. Die darfst du auch in vollen Zügen genießen. Die sind kalorienarm. Denn wir müssen ja alle ein bisschen drauf achten, ne, auf unseren. Aber die sind kalorienarm. Weil das Special Birthday Zuckerstangen sind. Ach Gottchen, ist jetzt weg. Und auch wieder schief geklebt. Jo. Und dann könnten das noch. Tadam. Neue Mode. Ja. Ach Mann. Ja, und die Action, die schmeiße ich dann wirklich weg, weil tust ja nichts mehr mit, ne? Bis ich die dann nochmal benutzen könnte. So ein Action, da wären die ja schon nimmer gut. So, jetzt hole ich mir davon noch mal ein Stück. Ja, nehmen wir mal auch wieder so. Das Washi-Tape, das wollte ich wirklich nur haben, weil er gorgeous ist, ne? Sonst bin ich schon nicht mehr so der Washi-Fan, weil das Zeug eben nicht so klebt. Man braucht immer was, womit man richtig ankleben kann, weil das pappt einfach nicht. Ich meine, gut, wenn man irgendwas mal eben fixieren will. Dann ist das nicht schlecht, aber eigentlich sollen die ja kleben bleiben, ne? So. Zack, zack, zack. So.
Ja. Zack, zack, zack. Zack, zack. Boah, ich weiß, was ich am Rand hin mache. Das ist ja bombastisch jetzt. Dass mir das mal eben so einfällt. Stolz auf mich bin. Ich dachte nämlich die ganze Zeit, boah, was machst du nur am Rand hin? Was für eine Spitze und warm überlegen. Ich meine, ist ja nicht so, als hätte ich keine Auswahl, ne? Ich habe hier genug. Aber da ist immer die Qual der Wahl. Aber ich habe noch eine ganz, ganz tolle. Können wir einer sagen, warum ich halt jetzt bis da oben hin geklebt habe? Ja, toll, klebe nur noch hin drauf. Oh, ey. Ich wollte doch hier bis oben hin, oder? Ja, geht bis oben hin, Jut. Nee, halt, kannst dich doch da reinstellen. Ja. Ja, hier bis oben hin. Ist gut. Ist gut. Very gut. Wenn man dann noch richtig dran macht, dann sind noch gut da. Kann ich wieder ein Schnuddel da drin? Oh. Das ist wirklich wahr. Der normale Tiki-Klo aus der dünnen Spitze funktioniert der viel, viel besser. Und der Fast Grab aus der großen Spitze. Weil der so wahnsinnig dick ist. So. Ich hoffe, das hält. Tadam. Ja, da will ich das hinhaben. Und das will ich aber auch ein ganz klein bisschen hier noch. Ne? Dafür reicht nämlich der Rest. Damit das Ganze ein klein bisschen gedeckter. Das ist mir nämlich ein bisschen zu hell. Jetzt hat das Tier am Rand und da so ein bisschen helle Schatten, aber das ist okay. Das ist total okay. So. Und hier jetzt. Hier sind wir auch der Kleber durch. Und ja. Wenn ich schon fertig zugekleistert habe, da sieht da kein Mensch mehr. Oh Gott, mein Daumen. So ist besser. So.
Das ist doch schon nochmal was, oder? So ein bisschen was. Gut. Dann mache ich jetzt nämlich da eine Bommelbochte hin. Ich finde die nämlich lustig. Ich finde die echt total lustig. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde, dass die Dönse so cool. So, soll man so nach innen machen? Oder nach außen? Nach außen ist ja auch lustig, ne? Ich weiß es nicht. Obwohl, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich das hier so rundherum, aber wenn man das aufmacht, hinstellt, da fliegen die so runter. Das ist so nicht so der Gelbe vom Ei. Ah, hier geht es wieder los. Ich muss gucken, ob das geht. Ja, das geht. Weil das auf der anderen Seite ja noch was anderes, ne? Da muss ich ein bisschen aufpassen. Sonst habe ich da nachher was kaputt gemacht. Das wollen wir ja nur nicht. Ja, bis das dann angetrocknet ist, lassen wir dann nochmal so. Aber das finde ich schön. Doch, die Bommelbochte auf beiden Seiten so lassen wir sie raushängen, weil alles andere ist Blödsinn. Ist doch süß, ne? Ach, Faden. Ich finde die echt zum Knutschen. Zack. Da hole ich mir meinen Fast Grab. Fast Grab. Dann fange ich hier unten an. Ja, toll. Kannst du nicht nur was dicker auftragen? Oh Mann, ey. Jetzt mit der Bommel aufpassen. Am Ende hast du ein richtig cooles Junk Journal, denke ich gerade so. Weil jeder gestaltet ja so und so was, ne? Jo, bei mir musst du jetzt mit in der Bommel leben. Aber ich bin halt eine verrückte Nudel, ich kann nichts dafür, so bin ich nun mal. Ich finde die cool, die Bommeln. Die passen irgendwie so dazu. So. Und wie weit bist du jetzt? Hey? Ich denke, du hältst jetzt, wa? Bitte. Bitte. Noch eine. Jetzt tue ich den jetzt mal dahin, den dann dahin. Und dann passt er nämlich auch. Gut. Dann machen wir jetzt halt erstmal messen. Das ist wichtig. Ja. So, dann hält es doch nicht. Das ist ja ein Ding. So, jetzt aber. Edge.
Ein bisschen vor und dann passt das schon. Hier oben das Furzeltchen schneide mal ab. Dann ist das auch gut. So, auf jeden Fall habe ich schon ein bisschen für bekloppte Randverzierung gesorgt. Das ist ja schon mal was, ne? Ja, hier habe ich noch ein Stück. Hier, das tue ich weg, weil hier, das ist so schön gestreift. Und hier haben wir ja auch so eine freie Fläche. Das kann man ja noch nutzen, ne? Ja. So, das muss jetzt erst noch trocknen. Das heißt, die Karte, die werde ich beschriften und da rein tun, ist ja wohl klar. Hab ich nicht noch Klitzi Klitzi? Nee, dich nicht, dich. Klitzi Klitzi, das durfte reichen. Ja. Das durfte reichen, das durfte reichen. Du. Ja, Manuela liebt Glitzer. Soll so Glitzer können. Hier ist das Fleisch doch rüber. Danke. Ja, ein Wanderbuch, ein Poesiealbum für Bastler. Ist eigentlich eine schöne Idee, ne? Wer auch immer diese Idee hatte und hat das erfunden, das Ding, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich finde das richtig genial. Vor allen Dingen bei uns, da ist das auch nicht alles so streng, ne? Ich meine, ich weiß ja von welchen. Da hast du 3 Tage Zeit, dann muss halt wieder raus und dann muss der nächste und dann muss nach ganz bestimmten Vorgaben und also wirklich nach ganz strengen Richtlinien. Ist ja auch nicht so verkehrt, aber ich muss sagen. Finde ich bei uns was bequemer. Ist einer krank und kann nicht so, ja, mäht nix, küsste heute nicht, küsste moin, was soll das? Ne? So nach dem Thema, nach dem Motto. Und ich finde das gut. Weil er kann ja immer mal was dazwischen kommen. Ich meine, anfangs, wie man da auf einmal hingen mit dem ganzen Lockdown, alles zu, Gedöns und so. Ja, da hatten sie hier auch bei mir zum Beispiel die Öffnungszeiten von der Post so blöde gemacht. Da dachte ich echt, ich drehe am Rad, ne? Und bei der richtig großen Post, damals, da bin ich dahin. Ich hatte extra vorher im Internet geguckt, wann die aufhat. Das war die posteigene Seite. Da kam ich dahin. Da musste ich noch über eine Stunde warten. Die hatten noch ja nicht auf. Und das Zeitfenster, wo die auf hatten, war auch ganz klein, ne? Also sowas kann passieren. Dann, ursprünglich war es ja hier immer so, da hat der Briefträger alles mitgenommen, durften sie ja nicht mehr. Woanders ist das immer noch, ne? Hier nicht. Das haben sie mir damals direkt erzählt und. Ja, gut, dann ist es halt nicht mehr so, ne?
Ist blöd, aber ist so. Hält man sich dran? Oder die eine. Konnte auf einmal nicht mehr auf die Post, weil Postamt zu. Warum? Renovierung. Dä-dä. Und wie lange, das wusste noch kein Mensch. Wusste nur lange, ne? Ja, das sind ja alles Dinge, da steckst du ja nicht drin. Und dann ist ja sowieso im Moment alles so was von Lala. So, und jetzt gucke ich mal eben hier. Da sind nämlich die zwei, die hängen so blöd zusammen. Das muss ja nicht sein. So, und jetzt haben wir hier wieder Klebstoff an der Schere. Boah. Und Fussel an der Schere. Ich kann das wieder. Ja, die haben das hier. Das müsste eigentlich da drum sein. Komm, da helfen wir ein bisschen nach und da geht da durch. Wo war das jetzt hier, ne? So. Dann bleibt das auch zu. Und hier genauso. Und dann kleben wir das vorbei. Und die Welt ist in Ordnung. Da will ich auch nicht meckern über die Bommelbocht. Ich meine, bei dem Preis, na, was willst du da verlangen? Ist auch nicht schlimm. Finde ich. Ist überhaupt nicht schlimm. Also, das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Jetzt, ja, gut, am liebsten würde ich hier auch noch lauter Glitzersteine hinhauen, aber das geht nicht. Das geht nun wirklich nicht. Weil, da kannst du nicht machen. Ne? Da kannst du echt nicht machen, weil dann kriegst du ja die Karten nicht mehr rein. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Aber ich könnte ja noch ein Stück Bommelchen hier oben drüber machen. Wie wird das denn? Da hängen die da so oben runter. Aber dann ist hier das ist blöd, ne? Oder? Lustig aussehen würde. Komm, ich mach das. Ich mach das. Ich finde die Idee gut. Ich meine, man blättert ja nicht da und da hin und her. Also, was soll der Quatsch? So. Also. Dann mache ich das. Boah, das Bodybuilding für die Finger, das sage ich euch. Boah, kann ich auch sagen, ich habe Sport gemacht. So. Und tada! Du bist hier hoch. Oh Gott, Manuela, kriegst du von mir beklopptest Buch aller Zeiten, also Doppelseit. Jetzt könnte ich ja da oben, wie viel haben wir? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, das ist eine gute Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Die kleinen lilaren sind genau 12 Stück. Das ist doch was, oder? Kommen die oben drüber.
Ich finde den Klebstoff hier so genial. Danke, Jutta, für den Tipp. Falls du das Video siehst. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Ja, hier ist grün im Hintergrund. Ich weiß nicht, hast du grün mit? Ich glaube nicht, na, aber ist egal. Ich finde, passt. Und dann wird dir das schon nicht fallen. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Ist er mit Blümchen? Ja, gut, du hast geschrieben Rosen, aber ich finde den einfach toll, den Stoff, ne? Ohne Quatsch. Ah, hier ist wohl, hier ist wohl, hier ist wohl. So. So. Rosa Herz. Das hat es mir angetan. Da will ich hier unten auf die Ecke haben. Denn das ist das Geburtstagsherz. Ja, ich weiß, da quatscht schon mal was Kleber raus, aber das sieht nachher keiner mehr. Wenn der trocken ist, sieht man den nicht mehr. Ist das nicht süß? Oh Gott. Oh Mann, echt. Gefällt mir total. Da brauche ich auch nicht das eine. Nee. Ja. Können wir einfach hier einhängen, ne? Ja klar, wenn das trocken ist, kann ich da die Bamsels dranhängen. Ja. Obwohl das ja ein festes Buch ist. Mittlerweile ist es richtig fett. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ich kann nichts dafür. Nee, da kann ich kein Lesezeichen dazwischen. Also mach ich da dann nichts. Ist mal auf Seite raus. Ah ja, meine Vorgängerin, hey, die hätte doch. Also von daher, ich meine, das sieht man ja schon, steht hier hoch, ne? Ist halt so. Und bis das durch ist, da steht das auf, das ist ganz klar. Und das ist mir auch klar bei meinem. Deswegen habe ich das Gummi so locker gemacht, ne? Ich dachte sonst, das geht sonst nicht. Das hält sonst nicht zu. So, was machen wir denn jetzt hier? Also da will ich auf jeden Fall eine Karte draus machen, die ich dann da reinstecke. Da reinstecke. Jetzt hatte ich doch eben hier so schön. Ach, küssiert. Obwohl ich hab doch. Moment. Ja.
Ich habe. Denn ich habe ja noch hier so einen Umschlag. Und da kann ich dann die Geburtstagskarte reintun, ne? Beziehungsweise Erinnerungskarte. Ja, doch, geht. Ach, hier haben sie immer noch Kleber. Mein Finger sehen schon wieder aus, ey. Ja, ich bin ja auch nur die ganze Abend am Basteln. Was soll das? So, das kommt nämlich da rein. Ne? So. Dann tun wir die nämlich hoch. Und dann hängen die dann da drüber. Und dann geht das noch zu. Ja, wenn man so will, ne? Es ist fett. Naja, es ist wie es ist. So. Jetzt, ich weiß nicht, ob ich die benutze. Ich habe mir sie mal rausgeholt, aber ich habe noch keine Ahnung. Jetzt haben wir hier noch an die Döns. Hier noch an die Döns. Haben wir doch. Kann ich das raus? Ja, doch, ne? Kann ich doch raus? Wird doch gelacht. Möglichst ohne zu schrotten, ne? Ist klar. Ja. Aber, oh Mann. Das ist so schön mit dem Raus dran. Aber da hast du immer da so Näschen dran. Das finde ich blöd. Jetzt dachte ich, jeder Wanderbuchvideo wird was kürzer. Willst komm raus, du bist umzwingelt. Hierhin oder dahin? Da sind ja immer noch Näschen. So, und wenn jetzt noch ein Näschen ist, musst du mit leben. Tu mir hierhin, ne? Ja. Würde ich mal sagen. Oh, jetzt anschließend schon mal da dran. Kann ich ja nicht leiden, ne? Kann ich schon nie leiden. Ach, jetzt weiß ich, was da so komisch riecht. Ja. Da hatte ich das T-Shirt bewischt, wie ich mit Resin gearbeitet hatte. Guck mal hier, ich mach mal gerade den Schnodder da raus. Und das Tuch. Na, geht nicht. Der Schnodder ist flüssig. Das Tuch, das liegt dort drin. Und wenn ich da ein bisschen zu viel mit der Nase drüber gehe, dann rieche ich das. Das heißt, ich bringe den Moin runter und mache den mal leer. Was haltet ihr davon? Ja, Manuela ist ja auch so ein ganz spezieller Mensch, ne? Also nicht abwerten, um Gottes Willen. So, ach, einfach lieb. Einfach lieb. To a special friend, wenn ihr da raus kann. Das, was ich da jetzt so reinstecke, sonst noch, das kannst du ja auch, was weiß ich, wo nehmen, ne?
einfach so benutzen. Schneiderin. So. Und hier auf die Rückseite, da schreibe ich mit, ja, mit einem Kalligraphiestift, den ich eigentlich hier liegen hatte. Hatte ich hier liegen. Hatte ich hier liegen. Und jetzt leite ich wieder. Jo, ne? Dann ist mir doch egal. Dann haben wir da. Ne. Da ist er. Da ist eine Pinselspitze. Hätte ich schon besser vorher gemacht, ne? Ich bin doof. Das habe ich doch gewusst. Ich bin ein Schaf. Du guckst dich schon mal einer an. Jetzt sieht er aus, als hätte er einen Schnäuzer. Nee, das geht nicht. Da muss ich noch was drüber machen. Hilft nichts. Hilft ja nichts. Oh. Hätte ich mir eigentlich denken können, dass dieses Papier saugt wie Bock. Oh, jetzt haben wir IS vergessen. Schluss. Schluss, Schluss. Ne, das mache ich neu. Das mache ich neu. Das doch kaputt das so. Das ist doch echt kaputt. Schreibe den Namen verkehrt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Echt. So bin ich, nur ich, nur ich. Nun ist das ja. Nicht ganz so schlimm. Ist es echt nicht. Ich hab das gleiche Sättchen noch immer. Ich bin gut, ne? Das heißt, ich kann mir das gleiche Bildchen noch mal rausholen. Aua.
das Nagelbett zu drücken. So, was war das Lila, ne? Ne, wo haben wir dann? Oh. Da ist es doch schon. Komm. Macht nix. Macht gar nix. Ja, ist wie das, ne? Passt auch da drauf. Das ist doch gut. Da können wir jetzt mal ein bisschen vernünftig schreiben. So, persönlich ist jeder doch nett. Guckst du hier? Das ist doch persönlich, oder? So, und dann tue ich das nämlich, wenn das jetzt gleich durchgetrocknet ist, hier draufkleben, ne? In der Zeit, wo das drückt, versuche ich das hier nämlich mal abzupupeln. Was oh Wunder geht, das heißt, das klebt ja nicht richtig. Das ist ja super, ey. Oh, muss man mir jetzt für überlegen. Also, das hier schmeiße ich weg in den Müll. Das sieht ja. Oh, Kanna. Naja, jo, so ist das halt. Da muss ich mir mit dem Rahmen schon was überlegen. Das ist das da. Ich weiß aber nicht. Ja. Da könnte ich auch einfach das mit doppelseitigem Klebeband zusammenkleben, ne? Wenn ich hier die Nase hätte stehen lassen, hätte ich das drauf schieben können, dann hätte man auch, naja, wo soll das? Hätte, kann ich aber nicht. Komm, ach, kleben wir hier nicht. Oh Mann. Ich sage ja, da denke ich, da bist du mal schnell mit fertig. Ja. Mal eben schnell. Denn erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Auch so ein uralter Spruch, der aber durchaus stimmt. Aber da kann man mal sehen, auf den Karteikarten, da bluten auch diese Alkoholstifte tierisch aus. Ich muss sagen, ich bin auch ja nicht mehr so der Fan von denen. Ne? Ah, ich dachte damals, boah, so günstig holst du sie, das sind die vom Action. Weil die ersten, die ich gesehen habe damals, lang, lang ist es her. Das waren die Copic, glaube ich. Die waren das.
Und die waren damals zu der Zeit schweineteuer, weil die erst gerade rauskamen. Da hat einer, wohlbemerkt, ein einziger Stift 5 Euro gekostet im Angebot. Und zuerst dachte ich, boah, schön. Und dann dachte ich, boah, brauche ich nicht. Ja, ist ja so, ne? Ich meine, alles kann man ja nur nicht kaufen. Aber zu viel ist es zu viel. Dann kleben wir das jetzt mal auf. Ja, ich bin gut. Fällt oberes Stück, fällt unteres Stück, ist aber egal. Machen wir hier auch. Dreck ein bisschen länger hier lassen. Ja, der Spruch hat wirklich mein Vater mal gesagt. Wenn ich gesagt habe, oh, und dieses und jenes und das schaffe ich nicht und oh, zu wenig Zeit. Da hat er mir gesagt, morgen fangen 100 neue Tage an. Tja, dann muss ich sagen, das hat recht, ne? Jeden Tag fangen 100 neue Tage an. Also, was du heute nicht schaffst, das schaffst du halt morgen. Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen hochgeklebt, das ist aber auch egal. Und schon repariert. Aber auch nur, weil ich noch eine Karte hatte, ne? Und der Rahmen so leicht abhing. Und die Finger voller Kleber habe. Ja. Wie mache ich den dann fest? Das ist doch blöd. Hey, das hält doch nicht. Okay. Nee, die kann ich überhaupt nicht mehr sauber. Jetzt dachte ich schon, ich hätte die vielleicht an der falschen Seite abgeschnitten. Bringe ich schon noch fertig, ne? Upsa. Na toll, das ist das Schild abgegangen. Das ist nicht mein Tag, ne? Das ist echt nicht mein Tag. Ne, hier klebt nichts drauf. Deswegen Teppichklebeband. Was will ich sonst machen?
Oh Mann, ich hatte doch bei einem Journal, hatte ich die doch auch aufgeklebt. Hoffentlich sind die nicht abgegangen. Oh weia. Oh weia. Oder hatte ich da einen anderen Kleber? Das könnte auch sein. Ich bringe alles Mögliche fertig. So. Jetzt kommt hier. Das ultimative Dingsbums. Und dann klebe ich das quer drüber. Dann nehmen wir eben Teppichklebeband. Mit der ja nix. Das hält. Ja, ist doch gut. Da, klapp rum. Morgen fangen 100 neue Tage an. Richard Hensel, mein Vater. So, dann haben wir das hier. Und da kommt. Da kommt. Mensch, hat jetzt was drin. Ja, was kommt da rein? Was kommt da rein? Eine Karte für deine eigene Gestaltung. Da kannst du damit gestalten, was du möchtest. Genauso hiermit. Wie du wolle. Dat die Bamsels. Dat die Bamsels. Ich brauche einen ein Karabiner. Oder? Ja. So, jetzt hab ich mir Folgendes überlege. Ich mache hier die Klemme da dran und da kann ich eine Kalabasse dran machen, wo ich auch eine Kette dran mache. Und da brauche ich die Karabiner doch ja nicht. Und hier habe ich schon mal zwei Anhängerchen. Tue ich die Karabiner noch mal weg. Und dann brauche ich eine, ne, die nicht, diese Zange und diese Zange. Jo. Und hier habe ich noch den Rest von denen. Ja. Rest von denen. Die könnte ich nehmen. Obwohl es sieht schöner aus, wenn ich da die dunklen nehme, ne? Das sieht hübscher aus. Gut. Und die habe ich nämlich hier. Da sind meine dunklen. Und dann machen wir da natürlich auch ein Klöckchen dran. Ne? Dürfte sich ja von selbst verstehen. Dann haben wir schon mal die drei Sachen. Wobei ich mir bei dem noch nicht so ganz sicher bin, ob ich das mache. Mal gucken. Was haben wir hier? Ja, doch.
Du passt eigentlich auch schon schön dazu. Ein Bambi. Ein Bambi ist immer gut. Da kann man eine verzelle, was du will. Bambi ist immer gut. Jetzt mache ich die erste mal fest, ne? Machen wir die erstmal fest. Hoffentlich klappt das so, wie ich mir das denke. Ja, das kann ich nicht mehr ab. Das hält. Jo, da kann ich da nämlich das dann durchmachen. Aber zuerst mache ich da an der Kettchen Anhängerchen Charms. Boah, sind die klein. Hier, dann nimmt noch was kleiner. Passt schon. Der Schlüssel, den machen wir ganz nach unten. So. Boah. Ob ich das da durch kann, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So. Ich mache da zwei Ringelchen dran. Das ist mir doch egal. Dann hängen die schöner. Gucken, wo ich das festkomme. Hier. Hier. Ja, nee, du Schlüssel, du kannst ruhig große bleiben. Ich hätte ja noch eine zweite Zange, ne? Die könnte ich auch dabei nehmen, da geht etwas besser. Zack. Und einmal durch das Ringelchen. Und einmal durch das Ringelchen. Dann hast du so was wie so ein. Ja, früher hat man ja gesagt, Bettelarmband, ne? Ne, das kann ja aber noch nicht sein. So, Kiste. Ups, bleibt dann hier. So, hier haben wir einen Schmetterling. Das ist doch auch was Schönes. Oder Eiffelturm, ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen groß. Ja, die sind noch zu monstermäßig. Ihr könnt doch da rein. Ein Pegasus. Ja, das ist für mich so.
Freiheit, finde ich. Ein Blatt ist auch schön für die Natur. Was haben wir noch? Ist das Schokolade? Ich weiß nicht. Och ne, so ordentlich wollen wir ja nicht sein. Ich hab doch gerade irgendwas. Ja, ist egal. Der ist für mich, ja. Den muss ich mal unbedingt mal beiseite tun. Ja. Ja, was tun wir denn dann noch dran? Ist ja noch ein Rot. Okay. Ein Eis. Ach komm, kriegst ein Eis dabei. Und lass es dir schmecken. So einfach ist das. Haben wir sonst noch was? Haben wir sonst noch was? Denn Eis mögen wir ja alle, ne? Sonst noch was? Das ist. Doch, das ist ein Elefant. Ein Elefant bringt Glück. Das ist immer gut. Du kriegst einen Elefant mit dran. Glück kann jeder hier brauchen. Also, ich kenne keinen, der kein Glück brauchen kann. Nein, ich will den Kamm nicht. Hier ein kleiner Schwan. Ein Schwan steht für mich für Schönheit. Und wahre Schönheit kommt von innen. So, und ich denke, da haben wir es. Ich habe mir da gerade was echt Gefährliches zusammengebaut. Wenn das mal so hält. Denn ich habe die Reihenfolge vertauscht jetzt von meinen Büchsen. Das ist nicht gut, ne? Dann tue ich die hier lieber mal woanders hin. Sonst datiert noch ein Unglück. So, dann machen wir das die Bamsels mal fertig, ne? Oh ja. Also sehr eilig, ne? Und auch einer.
Das Eis, da passt ja schließlich schon eine Pfarrerperle, ne? Ist ja so. Was ist denn hiermit passiert? Oh Gott, ey. Ne, der ist irgendwie auseinandergeflogen. Den nehmen wir nämlich. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Sicher Zeit für bald runterziehen. Nee, komm. Aber ich bin gerade so gut im Flow. Und da will ich das Ding ja noch heute Abend fertig machen, ne? Das heißt, für dich ist ja morgens. Das machen wir ja auch hin. Ja, oder? Toll. Ich sollte nicht so lange suchen, ich sollte da einfach reinhängen, ne? Dann ist auch gut. Sollte mir vielleicht irgendwann mal eine Lupe kaufen. Ja, ich habe ein Leseteil in der Brille, aber irgendwann dann ist es so, das klappt nicht mehr, ne? Manche Sachen, die klappen einfach nicht mehr so gut dann wie früher. Ist so. Meiner erzähle, was er will, das klappt dann einfach nämlich. Ja, jetzt könnt mir ja sagen, hast du keine größeren Ringe? Habe ich mit Sicherheit. Ich habe keine Lust für sie zu suchen. Und wenn man zwei Ringelchen nimmt, geht das auch. Hier hin. Oder ne, komm, eins höher, eins höher.
Und jetzt noch ein Schmetterling. Dafür brauche ich dann noch zwei Stück. Nur zwei, nicht vier. So. Mache ich ganz weit oben. Geht so nicht so rum. Also ich finde auch ohne Bändchen sieht das sehr, sehr süß aus. Vor allen Dingen durch das Glöckchen, das trappelt ja wie blöd, ne? Deine Katze wird Spaß haben. So, das kommt weg. Das kommt weg. Das ist trocken. Ich hole mir jetzt nochmal das Kuvert raus, weil ich noch die Karte schreibe. Ja, hier hast du ein kleines Kärtchen. To a special friend, ne? Damit meine ich durchaus dich. Kannst aber auch weiter verschenken an special friend. Was ist das dann? Jetzt habe ich gedacht, geklebt wird. Und dann ein Kärtchen, was du weitergeben kannst, wenn du möchtest. Jo. Nee, halt da rein. Du kriegst echt ein Junk Journal. Das ist mir jetzt das erste Mal bewusst geworden, dass das hinterher, dass jeder ein Junk Journal dann hat. Weil das ist ja, gut, die Seiten ist nicht unbedingt aus Müll, ne? Aber gut, ich finde das cool, ne? Finde ich voll cool, dass jeder so ein Büchlein nachher hat. Ja, mir gefällt das. Es sieht ein bisschen verrückt aus, ist viel Glitzer, ein bisschen kitsch und ein bisschen niedlich. Mir gefällt das. Ich muss sagen, mir gefällt das echt. Oh, ich bin so krank, ey. Mal gefällt mir was Niedliches und mal was total anderes. Aber naja. Und das Dings da finde ich, das ist auch, das hat was. Das ist mal was anderes, ne? Ich sage, ich mache für jeden eins. Ich weiß nur noch nicht genau im Einzelnen, wie die, aber immer irgendwie dazu passend. Jo. Doch. Ist nicht die Quetsch, ne? Klappt noch. Okay. Dann danke ich fürs Zugucken. Dir, liebe Manuela, wünsche ich einen ganz genialen, großartigen, super tollen Geburtstagstag. Ja, ich wünsche dir Gesundheit, vor allen Dingen Gesundheit, wirklich Gesundheit, weil das können wir alle brauchen. Krank sein will sowieso keiner. Also Gesundheit und ein leichtes Leben, ne? Und dass alles Mögliche gelingen mag und deine Wünsche in Erfüllung gehen. Also wünsch dir was, das soll in Erfüllung gehen. Jawohl, das habe ich jetzt so befohlen. Ja. Gut, dann, Süße, ich wünsche dir was. Euch sage ich nochmal Danke. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.